du scheiß Knecht. Idiotentest, welche Farbe hat das Weiße Haus? Digga, so viele von euch werden jetzt verkacken, ihr Knechte. Das wollten viele, dass wir uns das angucken, Idiotentest. Ihr Digga, ihr denkt, ich bin lost, ich bin voll gut und sowas. Jo, was geht ab, Freunde, herzlich willkommen. Ich hab ein gutes, Digga, ich kann logisch denken. Ich loge von A, ich verspreche mich oft und ich bin sehr verplant. Aber real talk jetzt, ich bin clever. Ich bin ein cleverer Typ. Ich bin geriffelt, sage ich ja immer. Real talk jetzt. Guckt jetzt, Digga, wie geriffelt ich bin. Guckt jetzt. Ich sag, ich werde maximal eine Frage falsch machen. Neues Video von mir. Wir sind heute ihr werdet gegen mich jetzt spielen, ihr Knechte. Wir haben guckt heute jetzt richtig geiles Wetter. Und ich kenne das Video, das ist mies geil. Okay, das wir haben Tina schon erkannt. Wir drehen heute einen neuen Idiotentest, den fünften Teil. Das ist auch wahrscheinlich mein letzter Teil. Ich wollte eigentlich gar keinen mehr drehen. Aber ich schreibe mir immer wieder auf Instagram, auf Snapchat, dass ich einen neuen Teil drehen soll. Das mache ich auch. Hier in Köln war ein Bombenanschlag. Walking Dead. Auf wie? Weiß ich nicht. Warte. Ich weiß nicht. Chemische. Egal, for President. Ich schaff das, Digga. Ich schaff das. Eins krieg ich gebacken. Guckt jetzt. Also eins werde ich falsch machen. Reaktion heute. Welche Worte stehen auf dem Rand auf einer 1-Euro-Münze? Auf den Rand einer 1-Euro-Münze? Ja, aber das ist doch voll die schwere Frage, warum? Warte mal. Weiß ich nicht. Keine. Euro, okay, was sagst du? Ja, da hab ich gewundert, Digga, steht da nichts drauf, ne? Ja, auch. Okay. Okay, stark. Das ist Erscheinungsding, also ja, ne? Was sagst Digga, du? Darauf achtet doch kein Mensch. Was sagst du? Ich auch. Das steht hinten, Digga, das steht hinten. Das steht hinten. Daran habe ich aber auch erstmal gedacht. Punkt für uns. Nein. Ich habe auch keinen. Hinten, ich dachte erstmal, er meint hinten. Da steht nämlich immer, wann die Münze da rauskommt. Ach, okay. Man schaut gar nicht hin, aber. Man schaut, da achtet man nicht drauf. Nein, nichts. Sicher? Ja. Okay, dann lassen wir das so. Alena, was? 1-Euro-Münze? Ja. Das Eurozeichen? Eurozeichen? Ja. Okay. Welche Worte stehen da? Deutschland. Deutschland? Europa, Deutschland. Ja. Was sagst du? Union. Union? Ja, was sagst du? Ja, ich denke mal auf Union. Boah, keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen ohne jetzt auf eine 1-Euro-Münze zu schauen. Was denkst du denn so? 1 Euro. 1 Euro? Keine Ahnung. Okay. Nachher doch halt Chat 1, nein. Ihr habt's auch verkackt. Digga, ihr könnt ja, ihr wartet bis einer das reinschreibt und dann schreibt ihr das alle rein. Ihr seid Knechte. Am liebsten würde ich das einstellen, dass ihr den Chat nicht seht, sondern immer nur eure Nachricht und dann könnte ich das veröffentlichen, was alle geschrieben haben. Ihr scheiß Klugscheißer, ihr macht's auch voll falsch. Hier jetzt nicht, das war nicht eure, guckt jetzt gleich. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm sorry. Ich will die nächste Frage haben. Ich hoffe, ihr war gut in Mathe. Jetzt müsst ihr rechnen. Wenn ein Ei 5 Minuten zum Kochen braucht, wie viele Minuten brauchen dann 5 Eier? Auch 5 Minuten. Ja. Stark. Das wusste ich. Das ist einfach. Das ist einfach, Chat. Das ist einfach. 5 Eier, 5 Minuten. Ey, keine Ahnung. Minuten. Wie viele? Dann brauchen 5 Minuten. Oh, German? From Asia? Me? Yeah? From China. From China? I'm from Tokyo. Japan. My dad is from Japan. Half, half. Yeah? Yes. Yes, thank you. You can English? Yeah. Ah, where are you from? I'm from China. Ich komme aus China. Aus China? Oh, so ich versuche, den Sprache zu lernen. Tokio. Von meinem Vater. Aber es ist schwierig. Can you understand me? Was muss ich sagen? Was? Was muss ich sagen? Ah, haben Sie verstanden? Haben Sie verstanden? Crimson, Sachua. Und unser Dialekt ist sehr anders. Japan und China. Es gibt in Deutschland über 4 Millionen Arbeitslose. Was schätzt ihr denn? Einfach mal so Pi mal Daumen. Wie viele davon haben keinen Job? Mal die Frage. 4 Millionen. Hab ich nicht verstanden. In Deutschland gibt es 4 Millionen Arbeitslose. Wie viele davon einfach mal geschätzt haben keinen Job? 4 Millionen? 200.000? Was sagst du? Was denn? Sag nochmal. Wie viele davon haben keinen Job? 5 Millionen. Ja. Okay. Es gibt. Es gibt in
Deutschland über 4 Millionen Arbeitslose. Guck mal, was schätzt ihr? Pi mal Daumen und so. Einfach schätzen, wie viele davon haben keinen Job? Keine Ahnung. Die Hälfte davon. Die Hälfte? Mehr als die. Ey, die wissen. Die sagen, die haben kein Allgemeinwissen. Die wissen. 5 Millionen. 5? Okay. Einfach nur schätzen. Kann man nicht wissen. So, um die 3. Die Rechte von vorhin sieht aus wie Shirin David im Gesicht. 300. Gani! 300. Ja. Okay. War nah dran, ist nicht schlecht. 4 Millionen Arbeitslose? Ja. Wie viele davon haben keinen Job? Einfach mal schätzen. 4 Millionen Arbeitslose. Wie viele Millionen haben davon keinen Job? 4 Millionen? 4 Millionen Arbeitslose haben 4 Millionen keinen Job. Das hast du lange gerechnet. Ich hab den nur angeguckt. Vielleicht Arbeitslose haben 4 Millionen keinen Job. Das hast du lange gerechnet. Okay. Ich hab den nur angeguckt, Bruder. Ich hab geguckt, vielleicht. PQ-Form. Welche Farbe? Ja, war die sieht wirklich ein bisschen aus wie Shirin David. Ey, du kleiner, nur geiler Sack. Achte auf die Fragen und nicht auf die Mädchen hier im Video. Du bist 15 oder 16. Hör auf, da auf sowas zu gucken, mein Freund. Kümmere dich lieber um deine Schule. Hat das Weiße Haus? Was? Ich hab geguckt, vielleicht PQ-Form. Ich hab jetzt zum 14 Mal. Welche Farbe hat das Weiße Haus? Weiß. Gib dir einen Tipp. Nein, sagen viele, aber das heißt nur Weiße Haus. Schwarz oder Gelb? Ich geb mir mal einen Tipp, damit die drauf kommen. Hä? Aber ich stehe mit Fragen gar nicht. Walla, mich gerade am Rippen. Welche Farbe hat das Weiße Haus? Schwarz oder Gelb? Also die Farbe? Oder die Habe ich Farbe? Vorher falsch ausgesprochen? Also, ja, fast. Gelb. Fast. Okay, das ist aber einfach. Gelb. Also, ja, manchmal. 100%? Ja, welcher meine ich? Türkei, Deutschland, ach so, Amerika. Jesus. 12, 13, 14, Pulle an der Hose lassen. Adam BVB ist ein Oldschool-Zuschauer. Der Mann ist schon lange dabei, Ehrenmann. Amerika oder Türkei oder... Walla, was? Walla, wie viele? Nein, in Großbritannien. Dann schwarz. Sag ich. Ich suche... I suche... Asian woman and speak with his... Chinesisch, Asiatisch. Yes, I would learn the language. Das ist voll schwer, aber ich kann es auch gut, in so einer Situation ernst zu bleiben. Glaub mir mal, voll viele lachen dann immer, aber es ist, der Trick dabei ist es, ernst zu bleiben. Tokyo, from Japan. Okay. Yes. You say, dein Vater kommt aus Japan? Yeah, Tokyo. But it's very bad, my Tokyo. Half Turkey, half German. But I learned this. You don't understand me when I say what? We have to go over there. Yes. You understand this? Yeah. Ah, very good. What is over there? What happened? I don't understand. No. Wie heißt denn Osama Bin Laden mit Vornamen? Osama. Osama, ja. Okay, wie du meinst. Einfach wer. Also sehr einfach die Fragen. Die sind sehr einfach. Soll ich sagen wie? Wie? Boah, muss man jetzt, muss man nicht wissen, aber kann man wissen, wenn man so Dokus geschaut hat. Ich hab keinen Plan. Okay, wie heißt denn George Bush mit Vornamen? Ist auch wieder, also muss man nicht wissen, aber. Keine Ahnung. Ich rate mal so, was könnte danach so klingen? George Bush. George Bush. Keine Ahnung. Michael, was? Okay, war schon nah dran. Letzte Frage, wie heißt das Reh mit Vornamen? Warum schreibt ihr Knechte allein 70? Was wollt ihr von mir? Reh mit Vornamen? Ich hab gleich Muskelrisse hier. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Und ich weiß nicht. Ist auch vorne. Ich glaube, das war's. Schließen, ne? Dass sie auch etwas mehr im Kopf haben. Digga, so, an alle, die sich aufrufen, immer 2,5 Millionen, Alter. Everything has changed. Every day.